Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf diesem Kanal. Es geht um Avenger. Es ist ein Spiel, also es ist, ja, der Name ist wie Avenger, also wie Abenteuer, aber Revenger, weil dieses Spiel hat einen richtig tollen Clou, Leute. Wenn ihr den Anime ReZero kennt, dann könnt ihr damit wahrscheinlich schon was anfangen. Denn jedes Mal, wenn man einen Fehler macht, dann stirbt man in diesem Spiel. So habe ich das jetzt gelesen. Und jedes Mal, wenn man stirbt, dann wird man wieder neu geboren zu einem Zeitpunkt in der Vergangenheit und darf dann nochmal alles machen, wie von diesem Zeitpunkt aus, um dann seinen Fehler zu korrigieren. Und dann geht die Story weiter, so habe ich das verstanden. Und leider ist das Spiel nur auf Englisch, Spanisch und Chinesisch, von daher ein bisschen blöd. Es gibt noch irgendeine Twitch-Integration, wo ich aber nicht weiß, was die genau macht. Aber nur, damit ihr es einmal gesehen habt. So, auf Deutsch noch nicht, aber vielleicht kommt das noch. Und wir starten einfach mal, und zwar im Save-File 5. Ja, weil 5 ist meine Lieblingszahl. Ihr seht schon, unten links ist unser Charakter. Der sieht ein bisschen aus wie Link. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich denke, das ist so ein grüner Typ, der ein bisschen klein ist und ja, sieht ein bisschen aus wie Link. Und ihr werdet auch gleich noch mehrere Sachen sehen, die vielleicht ein bisschen mehr wie Zelda aussehen. Alles hat an einem ganz normalen Tag in Tims Leben begonnen. Wir sind Tim. Hallo, ich bin Tim. Wie geht es euch? Ich finde witzig, wie er so ein bisschen runterwobbelt. Er slidet so ein bisschen. Er fliegt so ein bisschen. So, hier steht doch bestimmt was. Aha, okay, da stehen Sachen, die nicht für mein Gamepad ist. Cool. Ja, wir spielen auf jeden Fall mit dem Gamepad. Es soll eine ganze Gamepad... Haben wir auf dem Dach? Ja, cool. Es soll Gamepad auf jeden Fall hundertprozentig unterstützen. Haha, hier, Geheimsachen und so. Das gucken wir uns später an. Naja, es ist ein Spiel, wo man, wie gesagt, sehr oft stirbt. Ich glaube, das kommt auch ziemlich zu Anfang. Wir werden mal gucken. Hallo, du hast gerade irgendwas gesagt? Ich habe leider nicht zugehört, was er gesagt hat. Egal, wir gehen mal ins Schloss. Hier, der Thronraum. Hallo, ich komme von den 7 Königslanden und möchte gerne diesen Thron für mich beanspruchen. Oh, der dunkle Lord hat die Prinzessin in sein Schloss im Osten geholt. Nimm das legendäre Schwert im Westen und vollfülle dein Schicksal, Tim. Wieso heißen wir Tim? Ich will nicht Tim heißen. Und König, was hast du zu sagen? Bitte, Tim, sei schnell und hol meine Tochter zurück. Nimm das auf deine Reise. Wahrscheinlich hier drin, ne? Also, es erinnert schon sehr an The Legend of Zelda. Wie kann ich das öffnen? Hallo? I don't know, wie ich das... Ah. Ein Schild zumindest. Boah, du hast den Heldenschild erhalten. Ja, also gerade ist es auf jeden Fall noch sehr krass wie Zelda. Wir gucken mal. Oh, tut mir leid, Tim. Aber die Brücke ist gerade nach oben gepackt, damit wir nicht angegriffen werden von der dunklen Armee. Ich kann dich leider nicht da rauslassen ohne Waffe. Na gut. Ist ein bisschen blöd, dass das nur auf Englisch ist und mein Englisch ist halt mega kacke. Guck mal, hier unten ist auch noch irgend so ein Gewülst im Boden. Da kann man bestimmt noch später durch oder so mit einer Bombe. Dann gehen wir halt nach Westen und holen uns unser tolles Schwert ab. Wir haben zumindest schon mal ein Schild. Und damit beginnt unser Abenteuer. Ha, ich habe ein Schild. Ha. 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 Ich mach dich mit meinem Schild fertig. Okay, die Musik gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ich glaube, es ist sehr wahrscheinlich, dass ich hieraus ein Let's Play mache. Dass es nicht nur beim Let's Test bleibt, weil so von den Bildern her und so sah das sehr nett aus. It's dangerous to go alone. Take this. Das Schwert der Legende. Licht? Was? Licht wie der Wind? Wieso denn? Ach, Leid. Leid nicht von Licht, sondern... von nicht schwer. Was ist denn das? Leicht. Leicht wie der Wind in den Händen des würdigen Helden. Lass das Gewicht der Justice bla und so. Macht die Bösen kaputt mit der Macht der und so. Wir haben jetzt auf jeden Fall das Schwert und auch den Schild. Pow, pow. Cool, jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich den Schild einsetze. Okay, also mit derselben Taste, wie ich eben noch das Schild benutzt habe, benutze ich jetzt auch das Schwert, und das ist jetzt ein bisschen komisch. Wie nutze ich denn jetzt das Schild? Macht er das automatisch? I don't know. Vielleicht ist das Schild einfach nur da, damit es da ist. You know. Aber wir gehen trotzdem mal nach Westen. Caves of Legend. Ist das ein... Was soll das sein? Eine Packstation oder so? Hallo? Tim Quarter Hero Agency for Substitute. Lol. Ja, Leute, müsst ihr mir mal sagen, ob ich das auf Deutsch übersetzen soll? Dann ist das halt ein bisschen hakelig so von dem Vorlesen. Oder ob ich das einfach auf Englisch vorlesen soll und dann ist alles cool. Oder ich lese einfach gar nicht vor, aber da bin ich immer kein Fan von. Weiß ich noch nicht. Battleline hat technical issues. Die Telefonzentrale hat technische Schwierigkeiten. Oh nein. Streamer, place your webcam in this area. Okay, keine Ahnung, was das ist, Leute. Das ist anscheinend für die Twitch-Integration. Habe ich aber ja nicht. Hier, stirb! Ich töte dich, du blödes... Oh, schöne Animation, muss ich sagen. Habt ihr das gesehen? Das ist so richtig weggefetzt. Alter, man kann den immer noch weiter wegfetzen. Wir haben jetzt sein Schwert hier drin. Ist ja mega gut, Leute. Hey, bisher gefällt mir das. Hier ist auch noch irgendwas auf dem Boden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das einfach nur ein Stein ist.
Kann man bestimmt später auch noch irgendwas machen. Hier, ich habe ein Schwert. Hallo, Leute. Da oben ist auch noch irgendwas. Seht ihr das? Da ist so eine Falltür oder so. Hier kann man, glaube ich, noch ganz viele Sachen machen. Kann man den König töten? Lol, echt? Sorry, König. Ich war das nicht. Das hat keiner gesehen. Ich bin der neue König. All Heil, King Tim. Weil der frühere Typ gestorben... Oh, er hat uns doch umgebracht. Gestorben ist. Jetzt ist eine neue Ära angebrochen. Und jetzt tötet jeder jeden. Quite brief, because Tim's idea quickly became popular. Und da hat uns schon der nächste Typ einfach gekillt. Wir haben Ending 5 von 100 gefunden, Leute. Okay, also man kann einfach jeden möglichen Typen hier töten. Okay, und ihr habt eben schon gesehen, 2 Jahre später. Nur 96% der Helden haben es soweit geschafft. Das steht da auch bei. Das ist ja cool. Okay, wir werden jetzt neu geboren. Haben wir unser Schwert denn trotzdem jetzt? Das wäre ganz... Nein, wir haben unser Schwert nicht! Oh nein! Wieso habe ich den König getötet? Oh, guten Morgen, Tim. Der König wartet auf dich da drinnen. Lol. Guck mal, es hat sich was verändert. Die Bilder waren hier eben aber noch nicht, Leute. Sind das die früheren Könige? Ja! Hier, das ist der erste König. Und das hier sind wir. Das ist mega an Zelda angelehnt, weil Link ist doch auch irgendwie immer in unterschiedlichen Zeitzonen, oder? Also es ist immer ein anderer Link eigentlich. Er hat nur immer dieses grüne Gewand und so. Wir haben den ersten König getötet, wurden selber zum König, wurden dann aber sofort auch abgeschlachtet. Ja, blöd, dass wir jetzt natürlich das Schwert nochmal abholen müssen. It's my sword, yeah! Das legendäre Schwert ist schon wieder da. Ich glaube, der craftet das einfach 5 Millionen Mal für jeden neuen Held. Was ist eigentlich hier unten? Alter, Geheimräume! Ich bin der krasseste Adventurer aller Zeiten, Leute. Guck mal, gut, dass ich gestorben bin, sonst hätte ich ja das nie gefunden. Oh Gott, eine Schaufel, ich habe eine Schaufel. Wie nutzt man diese Schaufel? Das habe ich noch nicht so raus, Leute. Wie kommt man... Oh, man kann sich auch Hints geben. Was ist denn extra? Extra Speed... Oh, man kann den Textspeed hochsetzen. Finde ich gut. Palette. Ach, es gibt dann auch noch verschiedene Skins oder wie später? Dass es dann nicht alles grün, blau, rot ist, sondern, keine Ahnung, gelb, violett, lila. Das ist ja auch cool. Kann man anscheinend dann später noch freischalten. Nice. Also bisher gefällt mir das Spiel auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wir können Harakiri machen, Leute. Kannst du nicht weiterkommen. Machen wir aber nicht. Wie benutze ich denn jetzt die Schaufel, Leute? Wenn ich nach unten drücke, passiert gar nichts. Auch wenn ich nach unten drücke und angreife nicht. Ich habe so viele Sachen, aber kann nichts damit machen, Leute. Ich kann nur mein Schwert benutzen. What the hell? Ah, okay, das geht hier nur bei den Dingern. Also man kann die Schwerter auch nur einsetzen. Guck mal, ich mache jetzt einfach einen ganz anderen Pfad hier. Man kann die Sachen nur einsetzen, wo sie... zu gebrauchen sind. Ich glaube, das Schild kann man dann auch nur zum Parieren benutzen. Und die Schaufel können wir auch nur einsetzen. Ich glaube, hier kommen wir noch nicht weiter. Oh, doch. Ach, das kann man einfach durchmachen. Ich glaube, wir sterben, wenn wir da unten lang gehen, aber okay. Ja, und die Schaufel kann man halt auch nur einsetzen an so bestimmten Orten. What the fuck? Was mache ich denn jetzt hier? Ich weiß nicht, ob das so gut ist, was wir hier gerade machen. Nein, ich will da... Nein. Ein misskalkulierter Sprung... resultierte da drin, dass Tim in die Lava gesprungen ist. Das war nicht das Ende, das wir erhofft hatten. Aber er hat es bestimmt verdient. Ja, Ende 6 von 100. Juhu, ich freue mich. Oh, ich hoffe, es gibt irgendwann Speicherpunkte. 4 Monate später. Guck mal, das haben schon nur noch 92,5% geschafft, dieses Ende. Diese Verbrennungen dritten Grades haben Tim mit einem erschreckenden Gesicht zurückgelassen. Aber die Prinzessin würde das bestimmt verstehen. Hier ist ihr neuer Hero. Ach komm, wir sehen jetzt... Leute! Wir sind jetzt der neue Hero. Oder auch nicht, denn... Guck mal, unser Gesicht, das ist jetzt so ganz verbrannt. Wie witzig ist das denn? Jetzt ist unser Gesicht einfach verbrannt. Okay, es verändert sich schon auch was in der Welt. Obwohl wir jedes Mal ein neuer Hero sind. Mehr oder weniger. Ich finde es ein bisschen blöd, dass man halt hier immer die Sachen neu holen muss. Aber bisher gefällt mir das richtig gut. Nein, Leute, ich habe mir jetzt die Schaufel geholt. Aber weil ich jetzt so viel Zeug mit habe, komme ich hier nicht mehr hoch. Lol, ich kann nicht mehr so hoch hüpfen, wie ich gerne wollte. Oh, man kann jetzt den Rasen kaputt machen. Jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Denn ich habe gesehen, beim Zauberer oben, da gab es auch noch... Ich weiß jetzt nicht, ob das so gut ist, dass ich hier wieder hingehe. Da gab es auch noch was zum Graben. Das wollte ich mir eigentlich angucken. Aber anscheinend darf ich das nicht. So, darüber kommen wir nicht, weil dann sterben wir, weil wir einfach zu bepackt sind. Dann gehen wir einfach mal hier runter und gucken, was es hier sonst noch so gibt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ziemlich schnell sterben werden. Hier kann man doch bestimmt auch... Warte mal. Da komme ich garantiert nicht rüber. Das ist alles Lava. Das heißt, wir können hier nur runtergehen. Was ist das denn hier? Kann man sich hier auch runterbuddeln? Nee.
Und hier auch nicht. Nirgendwo. Hier gibt's auf jeden Fall komische Sachen. Ist das Lava? Ich weiß nicht, was Lava ist. Achtung! Nicht hier graben! Guck mal, weil wir das Schild kaputt gemacht haben, steht da nur noch Do not dig. Und hier steht bestimmt hier. Ja, hier. Du wurdest gewarnt. Wenn wir hier graben, dann sind wir bestimmt tot. Wir sind jetzt im Knochenpit, Leute. Hier ist aber auch nicht gut, wenn wir graben, weil da unten ist auch Lava. Leute, was machen wir denn jetzt? Hier können wir überall graben. Da unten ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Floß oder sowas. Damit können wir da rüber. Bist du ein Gegner? Ist das ein Drache? Das ist ein Drache. Toll. Also Tim Schild hat die Flammen des Drachens blockiert, aber es schmalz und wurde ins Gesicht von Tim reingeblubbelt. Und deswegen hat er jetzt eine... Jetzt ist sein Schild seine Maske. Das klingt auch nicht so nett, to be honest. Guck mal, was da unten rechts war, so ein Dude. Cool. Ja, und ihr merkt schon, es gibt halt für jedes Ende auch eine Errungenschaft. Das heißt, es gibt einfach 100... Ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es genau 100 Errungenschaften. Also ist dieses Spiel auch für jeden etwas, der Errungenschaften farmen möchte bei Steam. Apropos Steam, das Spiel kostet nur 5 Euro bei Steam. Ist also nicht mehr teuer. Und es gibt anscheinend auch mehrere Charaktere zu spielen und so. Day 129. Tim hat es geschafft, die Iwin-Maske von seinem Gesicht zu nehmen. Und damit hat er auch seine Augen rausgeschnuddelt. Aber er hat gelernt, die Umgebung zu fühlen mit seinem inneren Key. Let's go! Besiege das Böse. Leute, jetzt sind einfach unsere Augen draußen. Oh, ich glaube, das meinen die mit mehreren Charakteren. Ich bin mir nicht so sicher. Auf jeden Fall. Ich finde das richtig witzig, dass immer unsere Tode verändern schon, wie dann der Playstyle beim nächsten Mal ist. Guck mal, und ihr seht jetzt, wir können jetzt viel höher hüpfen als vorher. Und ich will jetzt einfach mal ausprobieren, wenn ich jetzt nur das Schwert mitnehme. Ah, ich hätte das Schwert wahrscheinlich auch nicht mitnehmen dürfen. Weil hier kann man auch sich runtergraben. Und dann kommt man wahrscheinlich zur Kiste da links. Ich will mal kurz gucken, ob wenn wir nur Schwert und Schaufel mit haben, ob wir dann eventuell hoch genug hüpfen können. Aber ich vermute... Oh, doch. Ich vermute fast nicht. Okay, hier auf jeden Fall nicht. Aber vielleicht ein weiter rechts. Wenn wir hier jetzt hochgehen, okay, das geht auf jeden Fall. Okay, schön, das geht. Und jetzt, wenn wir hier buddeln, dann müssten wir... Oh, da ist sogar irgendwas. Was ist das denn hier? Der Pfad des Helden geht weiter ohne sein Schwert? Stirb! Was ohne Schwert? Ohne Schwert kann ich nicht leben. Was, wenn wir den Zauberer töten? Passiert dann auch irgendwas Schlechtes? Sorry, Zauberer, aber ich muss wissen, was passiert. Juckt das überhaupt irgendjemanden? Tim war so gehypt, sein neues Schwert zu benutzen, dass er nicht warten konnte, dass ein Minion erscheint und hat den alten Mann zugrunde gestochen. Außerdem hat er sein Portemonnaie geklaut. Was ein Vollidiot. Und oben steht noch, it's dangerous to be near Tim. Es ist gefährlich, nahe bei Tim zu sein. Das ist sogar das erste Ending, Leute. Aber wieso endet denn hier das Spiel? Mir ist doch gar nichts passiert. Und dann ist der Zauberer jetzt für immer tot? Guckt euch den Pixelbrei da links an, mit seinen komischen Augen, die hin und her wobbeln. Tim war eine lange Zeit im Gefängnis, weil er den alten Mann getötet hat. Nachdem er freigelassen worden ist, es sind einfach 4 Jahre vergangen. Wir waren 4 Jahre im Gefängnis, weil wir den alten Mann getötet haben. Als er befreit worden ist und auf die Straßen zurückgekehrt ist, hat er seinen Namen geändert. Und die Optionen im Menü wurden besser? What nochmal? You consider changing his name in the options menu to improve his personal brand. Ah, wir können uns jetzt umbenennen, Leute, in den Optionen, oder was? Ja! Cool, nennen wir uns Dizzy. Das ist ja mega gut, wir können uns umbenennen. I like, I love it. So, jetzt sind wir Dizzy, Leute. Jetzt ist das hier Dizzys Haus und Dizzy macht jetzt alles kaputt und so. Guten Morgen, Dizzy. Ja, wir heißen nicht mehr Tim. Tim ist ja auch ein Scheißname. Zwar heißt mein bester Freund Tim, aber egal. Ich bin so gespannt, ob jetzt der Zauberer noch hier ist oder nicht. Hallo? Ja, wieso lebt der Zauberer? Bist du mir sauer, dass ich dich getötet habe? Nö. Dann ist das wahrscheinlich ein neuer Zauberer. Gut. Wieso lebst du wieder? Aber nur mit der Schaufel hätten wir hier wahrscheinlich noch irgendwas anderes machen können, gell? Gell? Müssen wir auch noch ausprobieren. Aber ich nehme auf jeden Fall wieder die Schaufel mit. Obwohl, eine Sache müssen wir sowieso noch machen. Oh, hier kommen wir jetzt nicht mehr weiter. Das ist jetzt eigentlich alles nur Sidequest, Leute. Ich glaube, die richtige Story geht erst rechts los. Wir machen hier erstmal die ganze Zeit, Dinger, Leute. Wir müssen auf jeden Fall noch den Typen beim König töten. Seine Wache da. Und gucken, ob dann irgendwas passiert, ob ihn das irgendwie juckt oder nicht. Ob der König dann sagt, oh, du bist ganz schön stark und hast meine Wache getötet. Du bist jetzt mein neuer Dude.
So, hier rechts war nur der Drache, ne? Wir können da halt noch runter. Oh, wir können noch so viel machen. Gut, wir machen einfach mal... Wir gehen hier einfach mal runter, obwohl das Schild sagt, wir sollen hier nicht runter. Aber da kann ja nicht so schlimm sein. Hallo, ich grabe hier bis zum Boden durch, denn das macht mir Spaß. Es ist ein wunderschönes Hobby. Mir wird schon nichts passieren. Ich bin so toll drauf, yeah. Und ich falle in den Tod. Hui! Diese hat seine Augen geschlossen, wie auch immer das gehen soll, obwohl die da oben rumwobbeln. Oh, wir werden ein Schlüssel? Oh, ein Bottomless Pit. Eine bodenlose Fallgrube hier. Ironischerweise sind wir einfach verhungert, weil der Boden keinen Boden hatte. Und deswegen konnten wir hier nichts machen, Leute. Er hätte sich natürlich an die Wand einfach rangnuddeln können und wäre dann mehr oder weniger immer weiter abgeschabt. Wäre auch eine Möglichkeit, aber wir sind halt einfach verreckt. Einfach verhungert, Leute. Cool. Und noch ein Ende mehr. Gefällt mir sehr gut, Leute. Haben wir jetzt endlich mal wieder unsere Augen? Ja, ich glaube, jetzt sind wir wieder der same day. Am selben Tag. Jetzt sind wir einfach ein neuer Held wieder. Nicht mit verbranntem Gesicht und ausgefallenen Augen und so. Albträume über einen endlosen Fall waren sehr natürlich für Dizzys Familie. Oder sehr, sehr normal. Dizzy ist aufgewacht und hörte die Wache draußen. Guck mal, jetzt sind wir wieder ein normaler Dude. Also das war alles nur ein Albtraum, Leute, was uns hier passiert ist. Wir sind über den Stein gestolpert. Nein! How could that happen to me? Ah, am selben Tag ist Dizzy über einen Stein gefallen, als er sein Haus verlassen hat. Genau auf sein Gesicht. Die Wache hat sich wirklich gefragt, ob das der Held ist, den das Königreich brauchte. Das ist aber kacke. Hä, wieso ist mir das davor nicht passiert? Das war auch schon wieder ein Ende. Ich finde das so witzig. Guck mal, das hat sogar nur 78%. Ich glaube, das ist gar nicht so common, dass man über den Stein einfach rüber stolpert. Dieser blöde Fall. Dieses Gesicht war ganz aufgequollen. Nächstes Mal würde er die Augen offen halten, wenn er das Haus verlässt. Aber sag mal, das Zeug doch... Das ist doch komisch, Leute, dass nur 78% über diesen Stein rübergelaufen sind. Das heißt ja, dass jeder hier rausgeht... Naja, jeder... 30% der Leute, wenn die das nur einmal spielen, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass 90% der Leute hier einfach rüberhüpfen. Beim ersten Mal. Über diesen blöden Stein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das jedes Mal passiert, wenn man darüber, wenn man einfach schnurstracks geradeaus läuft. Gut, eine Sache haben wir noch auf der linken Seite, die wir machen können. Und dann schauen wir mal. Dann gehen wir den richtigen Weg. Aber den richtigen Weg gehen wir erst im nächsten Part dann. Oh Gott. Aber theoretisch können wir jetzt auch hier hoch, oder? Das müsste gehen, ja. Weil jetzt haben wir unser Schild nicht dabei, deswegen konnten wir höher hüpfen. Da sterben wir bestimmt, wenn wir da durchgehen. Was bist du? Du hast einen Hint entdeckt. Was ist denn Hint auf Deutsch? Ein Hinweis. Gucken wir uns doch diesen Hint an. Cute little swords. Aha. Süße kleine Schwerter. Kann leider nichts aufmachen. Aber es ist der dritte Hint. Okay, cool. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn wir hier durchgehen, dass wir sterben. Nee, doch nicht. Okay, hallo Schild. Des Drachens Ventilationssystem. Weil jeder Drache eine gute Oxygenzufuhr braucht, um seine Flammen größtmöglich zu befeuern. Bitte lass keine sneaky Heroes rein. Okay, wir töten jetzt den Drachen, Leute. Oh, man kann hier noch so viel machen, das ist unfassbar. Guck mal, das ist Gold hier unten, ne? Mein Gold, ich bin jetzt der neue Herrscher hier. Wow. Guck mal, wir kommen sogar hier hoch. Okay, die Dinger fallen runter. Unten rechts ist wahrscheinlich der Drache, den man dann töten kann. Aber hier oben ist auch noch irgendwas, Leute. Da kannst du mir nicht sagen, dass da nichts ist hier oben. Bei den beiden Strichen. Wir gehen erstmal durch die Mario-Röhre und gucken, was passiert. Hallo? Ich bin jetzt Mario. Und wir sterben einfach. Dizzy ist in die Röhre gegangen und ist in einem septischen Tank reingefallen, wo das Königreich seine giftigen Abfälle lagert. Jetzt mal ehrlich, warum sollte einer wissentlich in eine große Röhre reingehen? Ja, das frage ich mich auch. Okay, das ist auf jeden Fall eine Referenz an Mario, ganz klar. Ganz klar. Okay, wir sind einfach in der giftigen Scheiß gestorben. Guck mal, das haben auch 75%, aber über den Stein sind nur 78%. Das ist doch voll heftig. Drei Tage später. Dizzy ist aus dem Dreck rausgekrochen und kam aus der Toilette in seinem eigenen Haus wieder heraus. Die nächsten Monate musste er als Toilettentieftaucher, na, ich weiß, Plumber heißt was anderes.
Halt Mario-Zeug so. Um die Röhren, die er kaputt gemacht hat, bei seiner Expedition heil zu machen. Cool, guck mal, jetzt sind wir auch so braun gekleidet, weil wir jetzt ein Plumber sind. Ein... Ah, was heißt denn Plumber? Klempner. Wir sind ein Klempner jetzt, Leute. Gut, dann würde ich aber sagen, was ist das mit der ersten Folge? Wir haben noch einige Sachen auf der linken Seite zu machen. Aber ich glaube, das waren erstmal genug Enden fürs Erste. Und dann gehen wir irgendwann auf unsere richtige Reise auf der rechten Seite. Ihr merkt aber schon, man kommt sehr schnell hier voran mit den Enden. Wie gesagt, guck mal, unser Hut geht immer so ein bisschen ab. Egal. Ja, für 5 € auf Steam, wenn ihr euch das selber kaufen wollt. Und ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr keine Folgen mehr verpassen wollt, auch ein Abo. Und dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Yeah.